Am 25. und 26. August öffnete zum 7. Mal das Baltic Open Air seine Tore. Ja, bei uns Daniel Spindler. Ihr habt die Location gewechselt zum letzten Jahr. Einmal die Frage, warum und wie gefällt es euch hier? Wie kommt ihr zurecht? Also gefällt uns super hier. Warum wir gewechselt haben, ist einfach aufs Platzgründen der Punkt gewesen, weil damals auf der Freiheit die Zukunft nicht sicher war, wie lange wir noch da veranstalten konnten. Und wir haben eben schon länger oder seit mehreren Jahren Alternativen gesucht und haben hier einfach ein Amt gefunden, wo quasi 8 Gemeinden anhängig sind. Und das Amt Hadebü hat uns hier eben mit offenen Armen empfangen. Und wir haben hier 2 tolle Landwirte, die uns hier aufnehmen, die auch Spaß an der ganzen Geschichte haben. Und dementsprechend sind wir jetzt hier. Gibt es sonst was Neues bei euch im Vergleich zum letzten Jahr? Naja, das Gelände ist jetzt richtig Festival, wie man hört. Also es ist einfach viel, viel größer geworden. Du hast die Campingflächen direkt am Festivalgelände dran. Wir haben ein Riesenrad vorne stehen. Gut, Bungee-Jumping hatten wir es letztes Jahr auch schon. Aber du hast einfach jetzt diese kurzen Wege von A nach B, wie du dann jetzt eben halt auch zu deinen Campingplätzen kommen kannst. Rund 40.000 Besucher kamen am Wochenende ins Wikingerland Hadebü bei Schleswig, um das Baltic Open Air zu feiern. Auf der Bühne begeisterten große Namen wie Saltatio Mortis, In Extremo, Metal Kündoro und die Südtiroler Band Freiwild die Festivalfans. Drumherum wurde es den Besuchern nicht langweilig. Ein Riesenrad, Bungee-Jumping und viele Verkaufsstände gegen Hunger und Durst rundeten das Angebot des Festivals ab, das auch 2018 wieder das Wikingerland rocken wird